Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Auch lange nicht gespielt. Hatte ich immer wieder Bock drauf und ich habe gesehen, es gab ein Update vor einem Monat oder so. Und wenn man mal in die Baumeisterrangliste geht und dann hier oben auf dieses nette M, dann sieht man, oh, Nintendo hat ein paar nette kleine Level gebaut. Keine Ahnung, für was AU steht. Ist entweder Australien oder Austria oder keine Ahnung. Dann Nintendo EU. Dann hier Amerika, Japan und NM weiß ich auch nicht. North America vielleicht. North America? Keine Ahnung. Irgendwas mit North wahrscheinlich. Und Afrika hat einfach gar nichts. Afrika hat kein Internet und auch kein Nintendo. Ja, aber wir gucken heute mal Nintendo EU, denn da gibt es nur 3 Level und die scheinen nicht so schwer zu sein, oder? So wie ich das verstanden habe, sind das Level von den Nintendo-Mitarbeitern aus den jeweiligen Ländern, Kontinenten und so. Und erstmal Fun and Furious. Das haben sogar recht viele Leute abgeschlossen. Man kann inzwischen auch zusammenspielen, by the way, also mit Freunden und so. Aber wir spielen jetzt hier erstmal Fun and Furious. Als kleiner Toad. Oh, das habe ich aber vermisst. Stimmt, sie sind ja Toad. Da. Wir nehmen mal die untere. Mal gucken, was. Achso, okay. Hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass die da nicht kaputt gehen bei. Ein Pilzchen für das Pilzchen. Oh. Scheiße. Alles klar. Ich bin aber nicht der Einzige, der hier gestorben ist, ja? Das war ja richtig der dumme Tod. Gut, so. Also nicht nur ein dummer Tod mit T, sondern auch mit AD. Warum sind hier unten, by the way, Münzen? Irgendwie ist die Steuerung sehr schwammig. Die habe ich aber anders in Erinnerung. Warum waren da Münzen? Müssen wir Münzen einsammeln? Nö, eigentlich nicht. Naja. Ja, also hier nochmal den Pilz für kleinen Pilzchenköpfchen. Und dann hier rüber. War da unten jetzt eigentlich noch was? Ich glaube, da war auch was zum Reingehen, ne? Genau. Dann nehmen wir doch diese geile Abkürzung, die gar keine Abkürzung ist. Mann, ey, wieso bin ich gestorben bei einem Level, was 25% Abschlussrate hat? Also jetzt meine Ausrede sage ich einfach mal, komm, wir gucken uns alles an, Leute. Wir gucken uns hier oben um. Wir gucken uns das alles an. Come on. Warte. Okay, ich werde wieder sterben, wenn ich das versuche, oder? Werde ich sterben? Kann ich die nicht einfach hier mitnehmen und dann da hoch? Come on. Hier. Oh, es hat sogar funktioniert. Warum hat das funktioniert? Ich wollte gar keinen Shelljump machen und der hat es ihn einfach trotzdem gemacht. Ja, hier war alles kaputt. Ja, sehr schönes Level. Keine Ahnung, ob ich... Da, was ist denn hier das hier alles? Das ist kein klassisches Nintendo-Level, wie ich finde. Vielleicht sind das auch gar nicht... Oh, okay, hier brauchen wir irgendwas anderes. Vielleicht sind das gar nicht so Level von den Mario-Machern von Nintendo. Also, ich habe mich da wirklich gar nicht informiert, Leute. Ich habe einfach nur gesehen, ja, das gibt es jetzt. Kann man die irgendwie anders kaputt machen? Einfach gegenhauen? Ja, tatsächlich. Von daher, es kann sein, dass das vielleicht sogar von Leuten ist, die gar nicht bei vom Mario-Universum da für Nintendo arbeiten. Sondern halt nur allgemein für Nintendo arbeiten oder so. Das könnte ja vielleicht sogar Übersetzer sein oder sowas, keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich werden es Leute sein, die auch Mario-Level so schon machen. Aber für mich sieht das hier nicht klassisch Mario-mäßig aus, wenn ihr mich fragt. Das ist halt das Schöne bei der Story eigentlich von Mario Maker gewesen, fand ich. Da hat man so immer schön gesehen, was man alles machen kann in diesem Spiel. Und ja, das war halt das Nette bei der Story. Und hier ist das eher so, als wenn es irgendein random Dude gemacht hätte. Irgendwie nicht so typisch, ja, habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt. Dizzy, du kannst da doch mal aufhören, genau dasselbe immer wieder zu sagen. Aber geht ganz schön lang, ne? Der Typ, der das am schnellsten gemacht hat, der den Rekord hat, hat das in einer Minute geschafft. Da bin ich doch jetzt schon locker lange über drüber. Der hat bestimmt irgendeinen Ausgang gefunden, den ich jetzt nicht gefunden habe. Bestimmt gab es am Anfang irgendwo, wo auch diese ganzen Röhren sind, irgendwo so ein Special-Ausgang. Und ich irre jetzt umher und finde gar nichts. Hatten die Forms schon immer rote Augen? Das ist ja super gruselig. Dann haben wir noch einen Miauser. Hallo Miauser. Au. Ich wollte gerne als... Na gut. Dann halt nicht als Katze ins Ziel. Da. Ach schön. Ist wirklich mal schön, wieder Mario Maker zu spielen. So lange nicht gespielt. Der war einfach eine Minute schneller. Okay, ich bin aber auch einmal gestorben. Kam mir aber länger vor tatsächlich. Okay, also das war das erste Level. Das fand ich schon mal nicht so ganz geil, aber auch nicht so ganz schlecht. Ja, ich würde sagen, wir machen heute einfach alle von Nintendo Wii U, oder? Hot and Cold, das haben schon weniger Leute nur geschafft. Aber auch schon wieder der Maze. Dieser komische Maze hat auch eben schon den Weltrekord. Oh nee, Wüste. Wüstenlevel mag ich eigentlich nämlich so überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht. Wie steht ihr dazu? Ich mag weder die Musik. Die Musik ist noch das Beste an Wüstenleveln. Aber sonst irgendwie ich... Oh nö, warte mal. Komm ich ja, ich bin doch eine Katze. Hallo, kann er da nicht hoch? Wieso sterbe ich in diesem Level? Gehen wir halt oben lang. Vor allem, wieso hat er sich da nicht hochgeknuddelt? Oh Gott, warte. Nicht nochmal so doof sterben. Keine Ahnung, ob das hier richtig... Warte, ich werde wieder sterben.
Ey, ist das denn mein Ernst? Ich komme da nicht mehr hoch, ne, wenn man das einmal so gemacht hat. So, Concentration. Beste Voraussetzungen hier auf jeden Fall. Für den Streamer Cup, in den ich im Januar teilnehmen werde. Oh mein Gott. Mann, wo man sogar gut spielen muss, weil man sonst halt gleich in der ersten Runde rausfliegt. Also wenn ich so spiele im Streamer Cup, kann ich hier jetzt überhaupt noch kaputt machen? Ich weiß es gar nicht. Wir nutzen mal das Ding hier. Dann GG, Leute. Dann kann ich ja wirklich gar nichts hier machen. Wenn ich sogar so ein Level so häufig sterbe. So, den warten wir doch mal kurz ab. Keine Ahnung, Leute. Ja, also... Oh, okay. Im Januar kommt ein Streamer Cup gemacht von... Ich weiß nicht mal den Namen von denen. Irgend so ein Typi. Habe ich mich angemeldet für. Ich bin schon wieder tot. Ich treibe hier aber die Death Counter auf jeden Fall schön hoch bei diesem Level. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich so scheiße bin in so einem Spiel. Ja, also im Januar Streamer Cup, wo ich mit, keine Ahnung, 20 anderen Streamern, glaube ich, Mario Maker 2 spiele. Okay, nicht nochmal sterben. Everyone Dutch. Oh, 5% nur. Da werde ich jetzt aber ein paar Mal sterben. Schon wieder der Mace. Der Mace hat alles bei Nintendo Wii U. Aber ja, Streamer Cup mit irgendwie so 30 anderen Leuten oder sowas und ich bin einer davon. Und man ist da irgendwie in Gruppen aufgeteilt. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, passt noch alles soweit? Ah, ich muss die mitnehmen. Och, nü, ist das denn dein... Alles klar. Wieso gehe ich nicht einfach... Ach, ich komme da gar nicht hoch. Doch, ich komme hier hoch. Ja, in jeder Gruppe sind so 4 Leute. Und ich glaube, die besten 2 kommen weiter. Und wenn man weiter ist, dann muss man ein paar Tage später oder so einen Monat später oder sowas. Ich weiß das gar nicht so ganz genau. Müsste ich nochmal in den Streamerplan gucken. Dürfte man dann... quasi Finale oder sowas, also richtig wie ein Turnier halt aufgebaut. Nochmal gegen die stärkeren Spieler spielen. Und ich bin in der Gruppe, wo der Gewinner des letzten Streamer Cups einfach drin ist. Und bin ich mal sehr gespannt, ob ich zumindest die erste Hürde nehme und überhaupt ins, keine Ahnung, Achtelfinale komme. Viertelfinale, keine Ahnung, Leute. Oh Gott. Nee, warte. Ich brauche auf. Ah ja. Okay, wir müssen den drücken, dann geht das alles runter. Dann können wir hier selber runter. Ich nehme den P-Switch mal nicht mit. Haben sogar hier eine Flagge. Also die, in diesem Level kommt mir das auf jeden Fall gerade so vor, als wenn ich am wenigsten sterben würde. Bei den Leveln da. Ah! Die Level davor fand ich sehr viel schwerer, Leute. Die Level davor waren sehr viel schwerer. Ja, also wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, ich werde das auch nochmal ankündigen, wenn es dann an der Zeit ist im Januar irgendwann. Also es dauert halt auch wirklich noch. Und bis dahin möchte ich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen streamen und sollte auch noch ein bisschen mehr Mario Maker spielen, wenn ich das hier gerade so sehe. Oh nö, ey, jetzt muss ich aber schnell durch. Ja, aber wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dann könnt ihr ja schon mal meinen Twitch-Channel folgen. Wieso warte ich da nicht einfach oben? Dann bin ich doch safe. Man kann da locker gar nicht schneller durch als die Bomben. Oh, jetzt bin ich schon wieder von hier. Guck, ich kann doch hier einfach stehen bleiben. Doofnuss. So, und dann ist hier doch... Na, als ob die mich auch noch trifft. Ich bin so behindert. Warum bin ich nur so doof? Warum bin ich nur so doof? So, diesmal sind wir ganz schlau. Warten hier oben, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und dann gehen wir ganz gechillt los. Und gehen dann hier runter und warten hier. Jetzt kommt hier aber... Okay, also man darf auch nicht zu lange warten. Mann, ich mach's immer wieder. Ich springe immer wieder in dieselbe Scheißbombe da rein. Rakete. Kugelwilli. So, aber ich finde das trotzdem ganz gut. Ich warte hier oben. Warten. So, und jetzt laufen wir einfach ganz schnell durch. Das lief ja letztes Mal auch ganz gut, indem wir einfach durchgelaufen sind. So, der war hier halt doof. Okay, jetzt ist hier auch ein bisschen assig. Machen wir kaputt. So, hoch. Ach, komm schon. Das ist es. So funktioniert es zumindest bis dahin. So, jetzt aber. Also, los. So, hier muss man dann warten kurz. Den kann man noch kaputt machen. Den zweiten auch. Warum nicht? Den warten wir auch nochmal ab. Okay. So, easy. Den auch abwarten. Das hatten wir letztes Mal doof gemacht. Okay. Da ist schon das Ziel. Ja, easy, würde ich sagen. Okay, dieser letzte Part war vielleicht doch noch ein bisschen komisch. Aber noch merkwürdiger, dass hier Leute tatsächlich im Schnitt 20 Mal gestorben sind. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin auch ein paar Mal gestorben, aber keine 20 Mal, glaube ich. Ja, 4 Minuten und der Rekord 46 Sekunden, das war toll. So Dodge-Dinger finde ich gut. Da kann ich ein bisschen Skill beweisen oder halt seinen Nicht-Skill zeigen. Gut, das waren also die Nintendo EU-Level, wie es aussieht. Ich habe schon bei den anderen mal reingeguckt. Bei Japan gibt es zum Beispiel sehr viel mehr Level hier. So 7 oder was. Und anscheinend sind das auch immer andere Level. Von daher können wir uns die auch nochmal angucken, wenn ihr das sehen wollt. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, was AU erstens bedeuten soll und was NM sein soll.
North Madagaskar oder so. Kein Plan. Ja, aber dann war's das erstmal mit dieser Folge. Das war die EU-Level. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal wieder mit Mario Maker 2. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.